Einen schönen guten Tag. Es ist Montag. Wir haben 12.45 Uhr und es sind 18 Grad Celsius. Ich bin hier an der Lübecker Bucht in Scharbeutz. Und wir machen hier mal einen kleinen Rundgang. Hallo. Ich habe mein Hemd eigentlich nur so als Windschutz an und auch als Sonnenschutz, weil wir sind dort schon jetzt ziemlich lang rumgelaufen. Ich habe mich natürlich nicht eingecremt. Ist ja irgendwie uncool. Diese Seebrücke, die wird gerade neu gebaut, kommt man nicht drauf. Und wenn der Wind nicht weht, ist das schon total warm. Aber der hat so ein bisschen aufgefrischt. Aber ich bin hier auch vorhin die ganze Zeit nur im T-Shirt rumgelaufen. Aber jetzt denke ich mir, ehe ich mir einen Sonnenbrand hole, lieber irgendwas überziehen. Und ich bin hier das erste Mal. Und von daher wusste ich gar nicht so richtig, was erwartet mich hier. Und ich muss sagen, ich bin ganz angenehm überrascht. Ich liebe es, wenn der Ort ein bisschen Infrastruktur bietet. Ein paar Geschäfte. Wo vor allen Dingen meine Frau mal stöbern gehen kann. Wo ich so eine kleine Runde drehen kann hier. Hier im Gosch haben wir gestern Abend was gegessen, als wir angekommen waren. Wir sind hier erst um 15 Uhr, oder wir konnten erst um 15 Uhr in unsere Ferienwohnung, also frühestens. Und das haben wir aber nicht ganz geschafft, weil wir unterwegs dann noch eine Pause gemacht hatten. Und heute Morgen hatten wir strahlend blauen Himmel, Sonnenschein pur. Jetzt haben wir schon die ersten Wolken da. Aber das macht nichts. Wir haben immer noch mal wieder so ein bisschen Sonnenschein. Und hier haben wir diese, ich sag immer Bimmelbahn dazu. Die Rundfahrt führt von Scharbeutz nach Haffkrug. Erwachsene 8 Euro. Das dauert ungefähr 35 Minuten mit Kind. Für ein Kind vielmehr 4 Euro. Ja, die Krankheitssymptome, die sowohl meine Frau als auch ich hatten, sind verschwunden. Ein Glück, hier muss ich aufpassen, das ist ein Fahrradweg. Der Blick über die Schulter.
mal einen Schritt zulegen. Bin ich nicht der Einzige, der hier die Abkürzung nimmt. Aber hier sind auch relativ viele Fahrradfahrer, muss man sagen. Ja. Auch so schöne Fahrt. Ja. Hier gibt es den Summer Sale. Bugatti. Da oben gibt es noch eine Roof-Bar. Kann man sich Strandkörbe mieten. Was ich hier super finde, hier geht es in beide Richtungen, also aus Scharbeutz hier raus, hier diese Richtung, Richtung Timmendorfer Strand. Und auch hier zur anderen Seite, Richtung Haffkrug. Eine Promenade, die hier lang führt. Wo man den Radverkehr vom Fußgängerverkehr getrennt hat. Das finde ich richtig gut. Gerade wenn man mit dem Hund unterwegs ist, ist auf den Wegen, wo beides ist, ist immer schwierig. Muss man aufpassen, dass nichts passiert. Und dieses Problem hat man hier natürlich nicht. Jetzt sieht man, die Sonne ist wieder voll da. Da schiebt sich manchmal nur eine Wolke drüber. Das ist hier ein herrlicher Strand, finde ich. Und der ist lang. Vorhin hatte meine Frau mir noch gesagt, wie lang der ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber es ist schon... sehr, sehr schön. Und wie immer soll es natürlich kein redaktioneller Bericht sein. Sondern eher aus der Touristensicht. Ich bin hier Tourist, ich war hier noch nie. Und ich zeige einfach nur, was ich so sehe. Und ich habe heute erstmals eine Mütze dabei, die hinten noch so einen Nackenschutz bietet, den ich jetzt zwar eingerollt habe. Natürlich den ganzen Vormittag hatte ich das auf. Die ist aber relativ locker und die kann ich nicht feststellen. Meine reguläre Mütze, die hat hinten so eine Kordel, kann ich mir die fester oder lockerer machen. Und wenn manchmal so Windböen kommen jetzt im Nachmittagsbereich, dann kann sein, dass mir die Mütze vom Kopf geweht wird. Da muss ich immer eine Hand, sieht man vielleicht im Schatten da unten, das weiß ich nicht, an der Mütze halten, damit die mir nicht abgerissen wird. Ja, hier sieht man die Dünen, die das hier alles noch schützen. Und hier kann man, wenn man möchte, Kilometer zurücklegen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir machen die Runde. Hier sieht man den Fahrradweg, der parallel läuft zu diesem Fußgängerweg.
Und das finde ich super. Hier habe ich auch schon viele Inline-Skater gesehen. Das scheint auch wieder ein Ding zu sein. Ist überall Tempo 30. Die allermeisten halten sich dran. Ja, und hier gibt es richtig, richtig viele Einkehrmöglichkeiten. Nicht nur hier an der direkten Strandpromenade, wo wir gerade waren, die ja auch noch weiter geht als da, wo ich eingesetzt habe. Sondern auch hier an dieser Hauptstraße sozusagen. Der Strandallee. Sondern hier auch in den umliegenden Straßen findet man auch immer wieder was. Das Bayside Hotel, Spa, Restaurant und Bar. In der Sonne jetzt richtig warm. Am liebsten würde ich mir die Jacke ausziehen. Hier sieht man auch, dass da noch was ist an Gastronomie. Und das ist ja quasi das Zentrum von Scharbeutz. Diese Pöller sind auch ganz lustig. Manchmal gehen die runter und lassen hier ein Auto durch, dann gehen die wieder hoch. Da habe ich auch gerade schon Fahrradfahrer gesehen, weil die bleiben eine Zeit lang unten, ehe die wieder hochkommen. Das Auto war schon längst weg und dann kamen die wieder hoch. Die piepen so ein bisschen, aber habe ich doch ein verwundertes Gesicht gesehen von jemandem. Da plötzlich drei so Pöller hochfuhren, die vorher nicht zu sehen waren. Hier sehen wir die Touristeninformation. Auch ein modernes Gebäude. Und hier ist ein Park. Er ist einigermaßen groß.
Kinderspielplatz. Dahinter gibt es noch Tennisplätze. Da gibt es überall Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Tommy Hilfiger. Die haben auch bis zu 30% Sale. Drüben auf der anderen Seite haben wir wieder Gosch. Und da war da gestern Abend ziemlich voll. Also echt, da dachten wir schon, boah, draußen war alles besetzt. Innen drin auch einiges. Und das ging trotzdem unheimlich schnell. Erstaunlich. Und hier kann man sich wirklich überall irgendwas suchen, wo man sich hinsetzt, wenn man denn möchte. Aber es gibt ja auch genügend Bänke, wo man sich ohne Verzehr niederlassen kann. Und hier tut sich auch wieder so ein Platz auf. Einmal so ein bisschen fließendes Wasser. Das ist ja auch immer ganz schön. Ein bisschen plätschern tut das auch. Tresenkultur. Hat noch nicht auf. Ja, und weil heute Montag ist, da haben natürlich wieder einige Ruhetage. Oder Ruhetag. Und deswegen sieht manches hier so ein bisschen unbelebt aus. Aber das liegt nicht daran, dass sie zu haben an sich, sondern nur heute. Aber ich nutze jede Chance, die ich habe. Um ein Video zu machen.
Ja, und es ziehen immer mehr Wolken auf. Aber Regen ist nicht angesagt. Temperaturen sollen nachher auch auf 22 Grad hochgehen. Und dann ist in der Sonne sowieso wärmer als die 18, die offiziell genannt sind. Von hier aus hat man natürlich einen tollen Blick auf die Ostsee. Hier haben wir wieder den herrlichen Sandstrand, seinen weißen Sand, der hier links des Weges läuft. Ist natürlich immer so, dass hier Hunde nicht ran dürfen. Da gibt es aber hier weiter in der Richtung den Hundestrand. Da waren wir heute aber noch nicht. Denn heute Morgen war es noch ein bisschen frisch. Und Frieda geht ja unheimlich gerne ins Wasser. Und dann wollten wir aber nicht, dass die ins Wasser geht. Und dann die ganze Zeit nass und paniert ist. Das kommt dann schon noch. Ich bin mal gespannt, wie schnell das Internet in unserer Ferienwohnung ist. Das wird jetzt ja hier mein erstes Video sein, was ich dann hochlade. Und ich hatte noch keine richtige Zeit, das auszuprobieren. Nehmen wir den Blick hier nochmal mit. Ja, wenn man auf Strand steht, so lässt es sich aushalten, finde ich. Wenn wir Urlaub machen, sind wir ja eher so die Entdecker, die halt neue Orte entdecken möchten und nicht den ganzen Tag am Strand rumliegen wollen. Aber so sind die Menschen eben unterschiedlich. Und hier hat man eben alle Möglichkeiten. Also eins weiß ich, wenn jetzt das Video gleich zu Ende ist, und es wird gleich zu Ende sein, werde ich mir sofort hier meine Hemdjacke ausziehen. Das hält man ja nicht aus. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach Schluss. Und ich sage vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid heute bei dem Lauf. Ich bedanke mich bei meinen Abonnenten für die tolle Unterstützung meines Kanals. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.